Hallo Fans der elektrischen Zigarette. Heute möchte ich euch ein Gerät vorstellen von einem Modder in den Foren. Und zwar das Forum heißt Greg Vapers und dessen Forennamen ist einfach Diver. Und er hat dieses schöne kleine Tool gebastelt und verkauft es zu moderaten Preisen. Und zwar werde ich das gleich ein bisschen vorführen. Das Gerät gibt es ungefähr so schon länger in den Foren, ich glaube so 6 Monate ungefähr, aber bin mir da nicht so sicher. Nur ich habe das gesehen und ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, ja, also der HW-Virus hat sich bemerkbar gemacht. Das hier ist jetzt ein Teil von der E-Smoke Guru. Und zwar habe ich das aus der Tüte gezogen und wollte das etwas gerade biegen und ist mir abgebrochen. Bei E-Smoke Guru ist der Non-Resistance Draht 023er und der Widerstandsdraht ist 017er Nichrom in dem Falle. Weil ich war lange am Überlegen, was das sein könnte, und ich habe ja verschiedene Stärken daheim. Klar, man weiß, 023er Non-Resistance lässt sich schwer drehen, also nehme ich da meistens 020er wegen der Steam Machine und hauptsächlich wegen der Steam Machine. Der ist einfach dünner und leichter zu verarbeiten, also biegsamer. Nur bei E-Smoke Guru ist der Draht steifer und lässt sich nicht so gut verarbeiten. Und das ist halt in dem Falle 023er Non-Resistance und 017er Nichrom. Und jetzt will ich mal versuchen, diese E-Smoke Guru fertig Drahtstücke zu reparieren. Nummer 1 ist für 013er Drähte mit 020er Non-Resistance und Nummer 2 ist wieder für 02er Non-Resistance und der Widerstandsdraht ist von 0,15 bis 0,16 für Nichrom und Nummer 3 ist für 0,16 bis 0,20 Nichrom-Drähte beziehungsweise auch Non-Resistance-Draht und Nummer 4 ist für 023er Drähte und sprich auch widerstandslose Drähte 023er. Aber Nummer 3 funktioniert ganz gut. Hat man 015er oder 013er Draht, stellt man Nummer 2 ein. Nummer 1 benutzt man selten. In dem Fall habe ich das hier auf die 3 eingestellt. Und hier schalte ich das ein und aus. Und wenn ich hier das gedrückt halte, 3-4 Sekunden lang, wird sozusagen dieser Mod
geladen, so dass man, wenn man die beiden Drähte zusammen berührt, ein kleiner Funken entsteht und dadurch die Verschweißung stattfindet. Also mein Deutsch ist wieder meisterhaft. So, ich schalte das, nee, jetzt noch nicht aus. Und zwar Non-Resistance tut man auch auf der schwarzen Seite. Ich hebel das ein bisschen raus und gucke so, dass die Drähte so ungefähr 2 mm rausschauen, nicht mehr. Und ganz wichtig ist hier, die Enden dürfen nicht verkantet sein. Also da darf kein Knick drin sein. Also muss absolut gerade sein. Und dann ist das schon mal eine gute Eigenschaft. So. Dieser Abstand ist ungefähr genau das Richtige. Also 1 bis 2 mm, mehr nicht. Dann schieben wir die Isolierkappe wieder zurück, damit wir das später greifen können. Wichtig ist bei diesem Vorgang, man sollte ruhige Hände haben. Also man sollte nicht zittern und irgendwie schnell hin und her wackeln und auch nicht so feste aufdrücken, weil man weiß, wenn man Schweißgerät feste aufdrückt, funktioniert es nicht. Man muss so einen leichten Punkt erwischen, dass der Funken stattfinden kann und somit der Schweißvorgang in Gang gesetzt werden kann. Weil wenn man das so hält, funktioniert ein Schweißgerät nicht. Hält man es aber ungefähr so knapp kurz vor dem Berühren, dann funktioniert ein Schweißgerät super. Aber berührt man es so, funktioniert es nicht. Also immer ungefähr so kurz vorm Berühren funktioniert ein Schweißgerät am besten. So, und dann nehme ich den Nichromdraht, in dem Falle die rote Seite, auf dem Pluspol so genannt. Und stellt mir das hier ein bisschen ein, so dass ich dass der Abstand optimal ist. Und wenn das irgendwie ein bisschen schräg sitzt oder schief, das kann man dann halt so ein bisschen korrigieren, oder wenn das zu weit vorne absteht, kann man das korrigieren. So. Das dürfte passen. Jetzt schalte ich das ein und drücke 1, 2, 3, 4 Sekunden drauf. Und jetzt gucke ich, dass ich eine ruhige Hand habe und hier das so erwischen kann. Deshalb nennt man dieses Gerät auch Zapf, weil es dieses Geräusch macht. So, Schweißvorgang ist beendet. Schalte ich ab. Und meine Ismoguro-Schnur Draht beziehungsweise ist wieder ganz und kann ich wieder benutzen.
Ist mir sogar richtig gut gelungen. Das war's. Da noch mal ein anderes Assembling. Hier sieht man jetzt nicht so viel. Ich versuche das mal. Man sieht an den schwarzen Punkten, da ist eigentlich die Schweißstelle. Und wenn ich so drüber fahre, ja, also eigentlich kaum zu spüren. Also es macht gute Arbeit, trotzdem kann es hin und wieder sein, dass mal so Schweißungen brechen. Tja, dann geht man halt wieder ran und schweißt es wieder von neu an. Und dann ist auch gut damit. Eigentlich halten die sehr gut. Ich will jetzt hier nicht mit aller Gewalt ziehen, weil so viel Zugkraft hält es bestimmt nicht aus, das weiß ich. Aber man sieht, man kann damit arbeiten. Und ich habe jetzt dieses nervige Zwirbeln praktisch, ja, zur Seite gelassen, weil es war doch relativ aufwendig, immer schön vorsichtig zusammenzwirbeln und kurz vorm Ende bricht die Zwirbelung ab und dann kann man wieder von neu zwirbeln und wieder von neu abmessen. Das hat mich schon ein bisschen sehr genervt und da ich ja in letzter Zeit so hier solche Oddi und Ayeti-Dampfe benutze ich auch solche Drähte ziemlich oft. Und tja, dann deshalb habe ich mir das auch zugelegt. Ist ein schönes Gadget, ein Dampferwerkzeug, würde ich mal sagen. Ja. Obwohl, naja, muss man das haben oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ihr könnt gerne mal in den Foren Greg Weber's Forum reinschauen. Der Username ist Diver und per PM könnt ihr mit ihm kommunizieren, Kommunikation, also Kontakt aufnehmen. Oder ihr nehmt euch den Link vom Dampfmacher und schreibt da eine Mail an und dann könnt ihr ihn auch erreichen und eine Anfrage stellen, ob er das macht, weil, wie gesagt, der hatte eigentlich nicht vor, das in Großserie rauszubringen. Und jetzt halt habe ich erfahren, dass er unter Umständen das machen wird. Ich will mich da auch nicht einmischen, also möchte keine falschen Informationen zusagen. Wie gesagt, Greg Vapers Forum, Name Diver, eine PM schicken und dann antwortet er auch oder halt den Link vom Kanal Dampfmacher, der hat das Ding auch dort zur ein Video drüber gemacht. Das ist sogar ein schönes Video. Und der Name dessen Geräts ist einfach Zaff, weil es dieses Geräusch macht, hier, und diesen Funken. So, das war's zu diesem interessanten Gadget-Gerät für Vapers. Vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss.